Und das sind wir. Das sind wir Freidemokraten. Und das war die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag. Meine Freunde, ich möchte es nicht versäumen, mich sehr herzlich bei den Kollegen zu bedanken, die dem nächsten Deutschen Bundestag nicht mehr angehören werden, mutmaßlich nicht mehr angehören werden, weil sie auch wie Detlef Paar beispielsweise erklärt haben, jetzt sind andere, auch Jüngere, dabei. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Detlef Paar, möchte mich herzlich bedanken bei unserem wirklich großartigen Gesundheitsexperten Konrad Schilly. Ich bedanke mich für bei den Kolleginnen und Kollegen, die dem nächsten Deutschen Bundestag nicht mehr angehören werden. Das ist immer auch ein schwieriger Prozess und manchmal auch eine treffende und anrührende Entscheidung, das kennen wir alle. Aber eines haben wir in der Demokratie auch ausdrücklich allen zu schulden, nämlich Dank und Anerkennung für viele, viele Jahre großartiges Wirken für unsere liberale Angelegenheit. Wir Freidemokraten, wir wollen eine andere Gesellschaftspolitik. Wir wollen eine Politik, wo der Schwächste weiß, dass er sich auf den Stärksten verlassen kann, wo aber auch der Starke weiß, dass wir seine Leistung würdigen. Wir wollen eine Politik, in der Toleranz nicht verwechselt wird mit Wegschauen, sondern eine Politik, in der jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Toleranz, das Anderssein des anderen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung des eigenen Horizonts zu verstehen. Das ist es, was uns auszeichnet. Eine Partei, die nicht will, dass man von der Wiege bis zur Bahre mit Formularen vom Staat bevormundet und entmündigt wird, in der Wirtschaft, aber eben auch nicht in der Gesellschaft. Eine Partei, wo jedermann das Recht hat, nach seinem eigenen Glück zu streben. Wir wollen eine Partei sein, die auf Frieden und Freiheit setzt, eine Partei sein, die weiß, dass es zu wenig ist, wenn man gerade zu hoffnungsvoll nach Washington schaut, aber seine eigenen Hausaufgaben nicht macht. Ich finde, die europäische Politik sollte weniger darauf warten, dass Präsident Obama Abrüstungsinitiativen ergreift. Früher war es selbstverständlich, dass deutsche Außenpolitik in Europa für die Welt Abrüstungsinitiativen ergriffen hat, meine Damen und Herren. Eine Partei, die mit einem Programm, einer Geisteshaltung und einem Lebensgefühl sich bei den Wählerinnen und Wählern bewirbt. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben viel geschafft in diesen Jahren. Niemand fragt uns, schafft ihr 5%? Die Frage, die ich regelmäßig in kritischen Redaktionskonferenzen kriege, lautet, warum habt ihr noch keine 12, 13? Ich genieße solche Fragen. Und meine Damen und Herren, die Frage lautet, was heißt das für uns? Viele Menschen in Deutschland haben eine Partei, die um die 5%-Hürde kämpft, nicht auf dem Schirm. Aber eine Partei, die mit zweistelligen Wahlergebnissen sich jetzt seit Jahren behauptet und bewährt, eine solche Partei ist für viele, viele Menschen weiterhin und zum ersten Mal wählbar. Weil man weiß, wir sind ein Faktor in der Politik, weil man weiß, dass wir auch die Sprache der Bürgerinnen und Bürger sprechen. Eine Partei, die um 5% kämpft, kann es sich gerne gelegentlich erlauben, unglaublich kompliziert zu sprechen. Eine Partei, die zweistellige Wahlergebnisse will, und wir wollen beim nächsten Mal ja mehr als 5 Millionen Wähler erreichen, eine solche Partei, die muss im Tagtäglichen die Sprache der Menschen sprechen, die muss bereit sein, auch Politik zu übersetzen. Wir sollten uns nicht hinter irgendwelchen Fremdworten verstecken,
und Abkürzungen, wie wir es auf Parteitagen gelegentlich auch lieben, sondern wir sollten gerade Haltung und optimistischen Geist mit Freundlichkeit und Fröhlichkeit auf die Wählerinnen und Wähler zugehen. Und wir sollten ihnen sagen, die Zukunft Deutschlands ist zu schaffen. Sie ist zu schaffen. Jede dieser Herausforderungen können wir meistern, wenn wir eine richtige Politik machen, wenn wir eine Politik machen, die auf Freiheit zur Verantwortung setzt. Wir beginnen ein neues Kapitel im nächsten Jahr. Wir haben die Chance, vielleicht zum zweiten oder dritten Mal, seitdem unsere Partei gegründet worden ist, an wirklich große Zeiten anzuknüpfen. Nicht um unserer selbst willen, nicht damit einige von uns was werden, sondern aus einem einzigen Grund, damit Deutschland eine gute Zukunft hat und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Denen sind wir verpflichtet. Die anderen Parteien werden als Selbstbeschäftigungsclubs mittlerweile angesehen, wenn man sich allein die Große Koalition anschaut. Wir haben eins im Kopf: Deutschland und die Zukunft unseres Landes. Wir wenden uns an alle Bürgerinnen und Bürger, die freiheitlich denken und zu Verantwortung bereit sind. Sie sind bei uns richtig. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus